Co je to sendvič bez masa než pouhý chléb? Co je to sendvič bez chleba než masa kus? Pokud bys bez masa měl chléb, či maso chlebem nepřiklep, pocítíš jistý handicap, chceš-li mít sendvič komplet nep. Es hat sich ganz natürlich entwickelt. Ich komme schon fast 10 Jahre lang ab und zu immer in die Schweiz. Und als Musiker stoßt du ganz schnell an Manimatter einfach. Ich war neugierig, was hier so einflussreich ist auf der Liedermacherbühne. Und alle haben an Manimatter gezeigt. Da habe ich nichts verstanden, natürlich am Anfang, aber später habe ich entdeckt, dass das wirklich außergewöhnlich gut geschriebene Lieder sind. Und noch ein bisschen später habe ich probiert, das erste Lied zu übersetzen. Da habe ich gemerkt, nach 1, 2, 3 Liedern, dass es möglich ist. Und dann ging das einfach Lied nach Lied natürlich weiter und weiter. Und ich musste alle Lieder lesen, verstehen, und ich wollte noch das machen, noch das andere machen. Und jetzt ist es so weit, dass ich das ganze Album herausgebe. Es wird symbolisch genau 36 Lieder enthalten, weil Manimatter war erstens im Jahr 1936 geboren, zweitens er war 36, als er gestorben ist. Und auf der Schallplatte Johannes Zünhölzli Azint gibt es genau 36 Lieder. Also auch auf meiner Kompilation oder Anthologie gibt es genau 36 Lieder. Alle auf Tschechisch, alle singe ich. Etwa 5 oder 6 Lieder, dort bin ich noch bei einem Kontrabassisten begleitet. Aber sonst ist das ziemlich treu, auch was Interpretation betrifft. Nur ist das auf Tschechisch. Und es wird ein ganzes Buchlein dazu sein, mit allen Texten in beiden Sprachen, noch einige Texten auf Tschechisch und auf Deutsch, über Tschechisch und über deutsche Sprache. Und ich glaube, man kann mit dem Album wirklich eine schöne Stunde verbringen. Bei uns in Tschechien und Slowakei ist das wirklich etwas Neues, ist eine Entdeckung wirklich eines Liedermachers, der bei uns bis jetzt total unbekannt war. Und obwohl die Lieder mehr als 50 Jahre alt sind, sie sind gar nicht alt. Und ich glaube, es wird dort tönen auf dem Album. Ich wäre jetzt höchstwahrscheinlich nicht hier in der Schweiz, wenn ich nicht so gute Freunde habe da, die ich 10 Jahre lang besuche, mit denen ich dieses Projekt bespreche. Und sie haben mir viel geholfen. Sie helfen mir immer mit Konzerten, mit Kontakten, mit Übersetzungen. Es scheint als ein Solowerk, verstehst du, dass ich das allein mache. Aber ich weiß gut, dass ich bin nicht allein. Und das macht mir auch verantwortlich und auch sehr dankbar. Das will ich sagen. Aby byl sendvič, jak má být, dobře to zvaž. Záleží na tom, jak to všechno poskládáš. Zda nejprv do spod chleba dáš, teprv pak maso pokládáš, pak to zas chlebem zarovnáš, jen tehdy řádný sendvič máš. Potíž je s máslem, totiž máslo důsledně. Na tříti patří tam i onde, jen ne v něm. Tak to vidíš, ty sjíš, plníš si břich a nevidíš, jakou máš v raním chlebíku ukrytou dialektiku. Ukrytou dialektiku.